Hallo Leute, herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Ich bin am Flughafen, wir fliegen nach London und heute gibt es ein Video zum Thema Wortschatz am Flughafen. Ihr werdet 20 nützliche Redemittel lernen, die ihr am Flughafen sehr gut gebrauchen könnt. Wenn du am Flughafen bist und einchecken möchtest, aber nicht weißt, wo der Check-in-Schalter ist, dann kannst du fragen, wo finde ich den Check-in-Schalter für den Flug oder für die Gesellschaft? Also die Frage ist, wo finde ich den Check-in-Schalter? Alle Redemittel aus diesem Video habe ich für dich wie immer in einer großen PDF-Datei zusammengefasst. Außerdem habe ich für dich eine Aufgabe vorbereitet. Das heißt, du kannst nicht nur die Redemittel lernen, sondern direkt auch üben. Du findest den Link unter dem Video in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Viel Spaß! Sobald du am Check-in-Schalter bist, kannst du sagen, ich möchte für den Flug nach London einchecken. Ich möchte für den Flug nach einchecken. Falls du gerne am Fenster oder am Gang sitzen möchtest, kannst du auch sagen, kann ich einen Platz am Fenster oder kann ich einen Platz am Gang haben? In der Mitte will wahrscheinlich keiner sitzen, oder? Noch ein paar andere Redemittel, die du am Check-in-Schalter benutzen kannst, sind zum Beispiel, wie viel Gepäck darf ich aufgeben? Also du hast das Nomen das Gepäck und das Verb aufgeben. Das Gepäck aufgeben. Dein Check-in-Koffer sollte meistens nicht schwerer als 23 Kilogramm sein. Und wenn dein Gepäck mehr als 23 Kilogramm wiegt, dann musst du wahrscheinlich extra bezahlen. Dann sagst du, muss ich für Übergepäck bezahlen? Also diese Frage kannst du dann am Check-in-Schalter stellen. Muss ich für Übergepäck bezahlen? Hinter mir ist die Gepäckabgabe. Also wenn du am Tag vorher eingecheckt hast, dann kannst du jetzt direkt deinen Koffer aufgeben. Du brauchst nicht mehr zum Check-in-Schalter zu gehen. Das machen wir gleich direkt. Als erstes müssen wir den Koffer einchecken. In Frankfurt ist alles inzwischen automatisiert. Den Koffer einchecken oder den Koffer aufgeben. Ich scanne die Bordkarte ein. Das Etikett wird gedruckt. Ich bringe das Etikett an den Koffer an. Der Koffer wird gewogen. Der Koffer ist eingecheckt. Am Flughafen kannst du noch mal fragen, zum Beispiel, wo ist die Sicherheitskontrolle? Also wenn du eingecheckt hast und dann nicht mehr weißt, wohin du gehen solltest, dann kannst du das Personal am Flughafen fragen, wo ist die Sicherheitskontrolle? Wir gehen zur Sicherheitskontrolle. Die Sicherheitskontrolle? Wir gehen zur Sicherheitskontrolle. Let's go! Bei der Sicherheitskontrolle an sich sind nur zwei Vokabeln relevant. Zwei Redemittel relevant. Das erste ist, muss ich meine Schuhe ausziehen? Also an manchen Flughäfen musst du deine Schuhe ausziehen. Und das andere ist, darf ich die Flüssigkeiten im Gepäck lassen? Darf ich die Flüssigkeiten im Gepäck lassen? Hier in Frankfurt haben sie alles umgebaut und das ist sehr toll. Man muss nichts mehr auspacken. Das ist sehr, sehr praktisch. So, ich habe vorhin nicht zu Ende gesprochen. Jetzt am Frankfurter Flughafen kann man alle Flüssigkeiten, alle Technikgeräte, also die ganze Technik im Koffer, im Gepäck drinnen lassen. Und man muss das nicht alles auspacken, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Das ist sehr, sehr praktisch und es geht so schnell. Also in letzter Zeit gibt es hier kaum noch Schlangen. Wenn du in einem falschen Terminal bist, kannst du folgende Frage stellen.
wie komme ich zum Terminal 1 oder zum Terminal 2? Manchmal gibt es zwischen den Terminals Züge. Wie komme ich zum Terminal 1 oder wie komme ich zum Terminal 2? Wir sind zum Glück in dem richtigen Terminal. Wenn du am Gate bist, dann kannst du fragen, wann beginnt das Boarding? Wann beginnt das Boarding? Noch eine andere Frage ist, gibt es eine Verspätung oder ist der Flug verspätet? Gibt es eine Verspätung, ist der Flug verspätet oder wird der Flieger pünktlich abfliegen? Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du an dem richtigen Gate bist, dann kannst du auch fragen, ist das das richtige Gate? Und die zwei letzten Fragen, die ich dir hier am Gate noch erklären möchte, sind, wie lange dauert der Flug? Das kannst du normalerweise in deiner App sehen, aber du kannst das auch am Gate fragen. Wie lange dauert der Flug? Und die letzte Frage ist, ist das Gate für meinen Flug geändert worden? Ist das Gate für meinen Flug geändert worden? Wenn du zum Beispiel zum Gate gekommen bist und alles ist leer, dann kannst du das Sicherheitspersonal oder das Flughafenpersonal fragen, ob dein Gate geändert wurde. Diese Frage habe ich im Passiv Perfekt gestellt. Ist das Gate geändert worden? Wenn du noch mehr passiv lernen möchtest, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Im Flieger musst du dein Handgepäck verstauen. Das Handgepäck verstauen. Wo kann ich mein Handgepäck verstauen? Hier gibt es leider keinen Platz mehr. Kann ich mein Handgepäck woanders verstauen? Wir sind angekommen und stehen gerade bei der Gepäckausgabe. Die Gepäckausgabe. In Frankfurt waren wir bei der Gepäckabgabe. Hier ist es die Gepäckausgabe. Und bei der Gepäckausgabe gibt es auch noch ein paar Redemittel, die dir am Flughafen helfen können. Also, die erste Frage ist, wo ist die Gepäckausgabe? Wo ist die Gepäckausgabe? Das ist eine sehr einfache Frage. Der nächste Satz, den du lernen solltest, ist leider ein bisschen traurig. Mein Gepäck ist nicht angekommen. Das Gepäck? Mein Gepäck ist nicht angekommen. Wenn dein Gepäck nicht angekommen ist, dann musst du zum Informationsschalter. Du musst zum Informationsschalter. Das Gepäck, der Schalter. Wir hoffen, dass unser Gepäck angekommen ist. Okay, lass uns schauen. So, bitte gib mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Schreibe in die Kommentare, wie oft du fliegst. Ich bin dieses Jahr schon sehr oft geflogen. Ich fliege gerne, allerdings keine langen Strecken. Ich fliege gerne kurze Strecken und lange Strecken finde ich ein bisschen anstrengend. Also, lass es mich in den Kommentaren wissen, wie oft du fliegst und ob du auch gerne fliegst. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem neuen Video. Denk daran, dass du dir die PDF-Datei mit allen Redemitteln aus diesem Video herunterladen und dazu sogar eine Übung machen kannst. Viel Erfolg, bleib dran und bleib fleißig. Bis nächsten Sonntag!